Wo solltest du dir auf keinen Fall Kaninchen kaufen und was ist die deutlich bessere Alternative? Peter hat im Mai 23, also es ist echt erst ein paar Monate her, einen Bericht und Video rausgebracht, dass Fressnapf Kleintiere aus katastrophaler Zucht verkauft. Das betrifft eben nicht nur Fressnapf, das betrifft auch Baumärkte, das betrifft Gartencenter und andere Zoo-Großhandlungen. Und das Ding ist, das ist einfach ein Handel und da werden die Tiere, die Kaninchen auch wie Ware behandelt. Laut Peter werden die Käfige nicht oft genug sauber gemacht. Die Kaninchen haben Stress, die sind verhaltensauffällig. Abgesehen davon, dass du, ich hoffe, so eine Haltung und so eine Zucht eben auch nicht unterstützen möchtest, holst du dir dann eben auch ein Kaninchen nach Hause oder zwei hoffentlich, die wirklich schon gestresst sind und die eben nicht den besten Start ins Leben hatten. Die Wahrscheinlichkeit ist eben dann auch größer, dass die auch bei dir zu Hause schneller und öfter krank sind. Viel besser ist es dann, wenn du mal in den Tierheimen nachguckst, wenn du in Auffangstationen nachfragst. Die Tierheime sind ja voll mit Kaninchen. Und das Gute ist, du kannst dir dann schon aussuchen, welche Paare zusammenpassen, ob du eine Gruppe haben möchtest, also mit zwei, drei, vier Kaninchen. Und diese Paare und diese Gruppen, die gibt es eben schon in den Tierheimen. Und dann weißt du auch, dass die sich gut vertragen. Und das ist einfach total schön zu erleben. Ich habe ja selbst zwei Kaninchen aus dem Tierheim übernommen. Ist einfach schon ein eingespieltes Team. Bitte hol dir deine Kaninchen aus dem Tierheim oder aus Pflegestellen oder Auffangstationen.